Hi Leute, da sind wir wieder, euer Spielfriese mit seinem Kumpel André. Willkommen zu einer weiteren Folge Outlast. Wir befinden uns gerade in der Kanalisation, wo Wir wir. scheißen uns übelst in die Hose. Ja, also ist nicht ganz ohne, muss ich sagen, das Game. Oh, immer diese Batterien wechseln. Ja. Okay, da ist nichts. Wie gesagt, wir müssen hier raus und eigentlich sollten wir einen Weg in die Duschkabine finden. Ich weiß jetzt nicht, was auf uns zukommt. Immer diese Ungewissheit. Das macht mich kirre. Das ist auch wieder einer. Die irgendwas? Nee. Gott sieht aus wie ein Pimmel. Gar nicht. Und ich pack dich mal von hinten. Hä? Was denn das? Es lädt. Ich will aber nicht, dass es lädt. Was war denn das? Der Warrior. Oh, sehr hell. Verdammte Scheiße, Mann. Krabbelt da irgendwas an den Wänden? Ja, das sieht nach einer Nö aus. Das. Noch ein. Das. Ja. Das Evangelium des Sands. Mit Bleistift auf die Rückseite eines Aufnahmeformulars geschrieben. Handschrift gleicht Schriftstücken des Patienten Vater Martin Archibald. Dieser Gott ist real, was wir so lange für Geister, Gespenster, Wahnsinn hielten. Wir haben es nur absichtlich ignoriert, die Schuppen auf Sauls Augen waren Furcht, und wenn wir hinter sie blicken, sehen wir wahrhaftig, Entschuldigung, dies ist das Geschenk des Warriders, das Evangelium des Suns, die größte Sünde der Welt, besteht darin, Gott absichtlich zu ignorieren, als eine Offenbarung zu erlangen und sie der wartenden Herde vorzuenthalten. Dieser Ort, sich der Erlösung in den Weg zu stellen, ist eine Sünde, für die keine Strafe zu hart ist. Okay. Zoom mal wieder weiter zurück, Junge. Du kannst dich hier nicht orientieren. Lag da was? Rechts? Nee. Es sieht aber so aus, ob da was liegt. Glaube ich einmal im Kreis. Da ist der Weg. Da muss man irgendwas sein. Du läufst im Kreis. Hi. Okay. Wir haben nichts mehr. Nee. Und da sind wir gekommen. Oh nee, Alter. Jetzt kommt er. Halt die Kamera weg jetzt. Und dann. Komm. Die Waffe. Das ist die falsche Richtung. Joa. Der hat ordentlich Wumms hinter den Fäusten. Also da muss ich auf jeden Fall nicht hin.
So, jetzt einfach geradeaus. Und dann rechts. Halt die, bevor ich sieht. Ja? Da kriegt er rein. Oh, der Motherfucker kommt, Alter. Fuck, Mann. Ah, wie geil ist das denn, du? Guck, guck. Pass auf, gleich sieht. Oh, oh, oh. Gleich sieht er nicht da raus, Junge. Ich verprügel dich jetzt nur übelst. Alter, da muss ich hin. Ach, da, ja. Da musst du auch hin. Eigentlich krass. Ist das vielleicht eine Batterie? Doch nicht. Nee. Scheiße. Jetzt, oder? Dunkel ist gut, Munkeln, Junge. Lauf! Mach die verdammte Scheiße! Oh, er ist so ein Homo-Fürst, Junge. Was war nicht? Verprügelt das Ding. Na gut. Jetzt renn einfach da lang. War geradeaus und dann rechts, ne? Genau. Ne, nicht da. Noch ein weiter. Oh, jetzt hat er dich. Ne, der war ein zu weit. Was? Ja. Da. Nee. Da. Der ist zu spät. Der reißt hier wieder übelst den Arsch auf. Du hast da keine Schlagsahne gegen, Alter. Da, geht er rein, geht er rein, geht er rein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh shit. Wie schnell ist denn der Mann? Nein, 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 oh nein, mein Gott. Nein, 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 nein. Oh, du kannst noch, glaube ich, rennen, oder nicht? Oh, nee, du bist ganz falsch. Oh, verdammt. Okay. Jetzt machen wir es auf Metal Gear Art. Aber wo geht denn der hin? Ich glaube, da ist auch noch ein Raum, wo er jetzt gerade ist. Rein theoretisch könntest du jetzt hin, wenn du dich jetzt. Aber ich schätze mal, er wird auch gleich hierher kommen zum Gucken. Ja, daher. Nee, da nicht. Dann kann ich mich aber verstecken. Zwischen mal die Tür erstmal zu. Verschwende keine Zeit. Und aufdrehen. Erstmal verstecken, vielleicht hört er ja wieder irgendwas und kommt dann rein. Ich kann das nicht mehr, Alter. Oh. Immer diese Spannung. Ich weiß nicht mit dir, wenn ich jetzt aus der Tür rauslaufe, steht er da. Mhm, da macht er nämlich Kuckuck. Mhm. Ich hab dich, kleine Schwein. Er kommt. Er kommt? Er kommt. Ich höre ihn.
Um, ja. Go. Da ist er. Go, go. Aber. Nee, ne? Nein, nein, nein. Boah, das gibt's doch nicht, Alter! Und jetzt rennen. Junge, du sollst dir nicht filmen, du sollst rennen! Verdammt! Ich weiß ja nicht mal wohin. Dreh dich einfach um, Junge. Da lang, da lang, da lang. Verdammte Scheiße. Andere Seite! Oh. Das gibt es nicht. Ja. Ja, Leute. Das ist nicht einfach. Mann, dieser blöde Fettsack geht mir so auf die Nerven. Warte. Noch nicht. Lass mal den Angriff planen, Alter. Wenn ich das Ventil offen drehe und mich da verstecke, das bringt mir ja nichts. Wieso? Weil er mich ja findet. Ja, dann rennst du hier schnell zurück und kriegst. Du hast. Hättest jetzt genug Zeit hinzurennen, aufzudrehen und wieder hierher zu kommen. Normalerweise schon, ne? Also mach. Beeil dich, bevor er sich anders überlegt. Steh auf! Rechts, immer rechts. Dreh die Scheiße auf. Los, go, go. Und schnell zurück. Und wenn du ihn gleich unterwegs triffst, scheißegal, weil Polen ist nur einmal im Jahr. Und schnell. Oh, fuck, fuck, fuck! Krieg da rein! Krieg da rein! Oh, dieser kleine Pisser. Oh, Junge. Und jetzt geht er nämlich da lang, jetzt ist er nämlich abgelenkt. Aber warte noch eben. Lauf bloß weiter, du Penner. Du Penner. Dann bleib da stehen, oder? Gut, langsam bewegen, mach nicht so laute Geräusche. So, und jetzt da schnell rein und dann ab zum Ding, wo das mit voll hier den Schacht, der voll mit Wasser ist. Oh, da ist das auch noch. Denk an das Loch, dass das da so geht. Hä? Was ist das denn jetzt? Ah, ich glaube. Hier kommt er nicht hin. Bist du dir sicher? Ich will nochmal. Oh, Alter. Sehe ich den nächsten. Da kommt der nicht durch. Wenn der, wenn der eine Tür eintreten kann, dann kann der auch so ein bisschen Holz kaputt machen. Kannst du nicht schneller? Kann, krieg da unten mal rein. Kommt er da? Da. Ui. Ich glaube, geradeaus müssen wir hin, ne? Los, lauf geradeaus, los. Geradeaus. Und jetzt da runter. Tschüss, du Penner. Ach. Was noch? Und jetzt gleich hüpf. Dann wieder wieder. Mhm. Und geht nicht runter.
Oh. Da kommt wohl jemand nicht schwimmen. Hast du ihn gesehen? Gugu hat er gemacht. War aber nicht der Dicke. Nee, aber der packt gleich bestimmt. Oh, der Satan. Oh, und Stalin geht schon wieder los. Ach, das muss ich nicht mehr. Ja. Da schon mal runter oder willst du erstmal gucken, was da gerade aus war? Nein. No. Geh noch mal gucken. Der haut mich bestimmt gleich. Nee, der haut dich nicht. Hey, Wachmeister. Meine Batterie. Gute Idee, Junge. Junge, was war denn das für eine scheiß Taschenlampe gerade eben? Der Wachmann bestimmt. Der sah schon ein bisschen länger tot aus. Hey, pass auf, ich glaube, da ist der Riese, oder? Gleich packt er dich, Junge. Hörst du irgendwas? Mhm. Was verstand der? Mailwort. Okay. Okay, dann wo? Boah, was war das? Kuckuck. Okay. Fröhliche Bahnbüchsen, ey. Solange uns der Riese nicht hingehen kommt, ist alles in Ordnung. Da haben wir noch eine Leiche reingeschmissen. Junge, das ist doch wie eine Scheiße. Kannst du da nicht durch? Nein. Noch nichts. Guck jetzt mal vorsichtig raus. Wie so ein Erdmännchen. Oh.
raubt man drin, nicht, dass da jemand Tür oder so aufgetreten hat. Boah, Junge! Die Tür wieder zu. Guck. Okay. Dann müssen wir wohl diese Tür nehmen. Ja. Junge, hier ist das dunkel wie im Bärenarsch, Alter. Ich sehe nix. War schon mal im Bärenarsch? Das geht nicht ganz. Okay, von deinen perversen Abmachungen möchte ich auch nichts wissen. Tolle Batterie. Da willst du irgendwo wohl wieder. Da ist er drauf. Kannst du da drauf oder nicht? Hä? Kannst du da nicht drauf klettern? Ich sehe nichts, ich muss da irgendwo hochkommen. Geh doch mal einfach auf die Türen drauf, die da schwimmen. Nein, kann man nicht drauf. Probier vor, das aber den anderen mal. Von der gekommen. Ja. Ah, da. Geradeaus, ja. Ich höre das wohl. Die Musik macht mich auch irgendwie voll wahnsinnig. Ich kann vor einem Zombie hinten am Blocken sein. Was war denn das? Also hey, nicht, dass wir nur im Kreis laufen, ne? Nee. Es blutet immer noch. Bin schon schwach. Kalt. Es blutet immer noch. Aber es tut nicht mehr weh und ich habe fast Ruhe. Ich kann den Warrider nicht mehr hören. Vielleicht klingt die Therapie langsam ab. Ich kann mich nicht mehr an die Träume erinnern. Mir wurde gesagt, ich könnte mir meine Entlassung von diesem Ort verdienen, wenn ich die Therapie über mich ergehen lassen würde. Lügen. Natürlich haben sie gelogen. Das war keine Therapie. Wir wurden geopfert, um einen Dämon zu beschwören. Bitte nur keine Träume. Die einzige Hölle.
Da war wohl wieder fast einer fast klar bei Verstand. Zoom mal wieder zurück. Kannst du da rüber springen? Da drauf? Nee. Jetzt bist du wieder im Polarwasser. Wir sind von da gekommen, ne? Oder? Ja, wir sind von da gekommen. Dann musst du wieder direkt ins Wasser. Hm? Geh mal hin. Wir sind richtig. Im Dunkeln ist gut morgen. Junge. Ich sehe nichts. Da sind wir gekommen. Was ist? Der Dicke ist hier nur. Nee, ne? Bist du dir sicher? Ja. Oh, Junge, Junge. Ist das übelst dunkel. Was machen wir jetzt? Da ist aber kein Ausgang. Kannst du auf die Kisten hoch? Also, ne, zoom mal wieder zurück, sonst verlierst du die Orientierung gleich. Oh, das kostet uns übelst Batterie jetzt, die Scheiße hier. Scheint Licht. Wenn du dich zur Seite drehst, da hinten. Da ist er, oder? Oh, er läuft neben dir. Oder? Nee. Was ist das da? Junge, nicht, dass du ihn noch überholst, sondern pack dich, Junge. Und dass du nicht gekommen bist, einfach einmal ganz. Pack die da hoch! Da kommst du weg! Da gibt's. Da kannst du nicht mehr hoch. Die letzte Batterie. So nah, Alter.